MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, meine Damen und Herren, und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play Omni 2, dem Omnibus-Simulator. Und damit ganz herzlich willkommen heute auf einer Karte, die wir noch nicht gefahren sind bisher. Und zwar befinden wir uns heute mal auf der Karte Landkreis Lanau V3. Wie ich finde, eine sehr, sehr schöne Karte. Ja, ist noch nicht im Video hier gelandet. Momentan ist es ja ein bisschen ruhiger im Omsi, also es kommt eigentlich relativ wenig raus. Und was so rauskommt, ist jetzt auch nicht so spektakulär. Sodass ich mir gedacht habe, Mensch, wir gucken uns einfach mal so ein paar Dinge an, die an uns vorbeigegangen sind in letzter Zeit. Holen das quasi nach. Ihr habt ja einige Ideen schon in die Kommentare geschrieben, könnt ihr auch nach wie vor tun. Wenn es noch irgendwas gibt, was ich unbedingt mir mal angucken soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, und da habe ich mir die Karte Lanau V3 runtergeladen, die mir tatsächlich sehr, sehr gut gefällt, nachdem ich Lanau V2 nicht ganz so prickelnd fand. Bezüglich der Performance hier gibt es eine einzige Stelle bisher, die ich rausgefunden habe, wo die Performance ein bisschen leidet, aber ansonsten läuft die Karte einwandfrei und sieht wunderschön aus. Könnt ihr euch natürlich in der Webplus runterladen, wenn ihr wollt. Und ja, heute soll es erstmal die erste Linie geben, und zwar die Linie 459 habe ich rausgesucht, von Dexhof Bahnhof bis nach Elnau-Mitte. Da gibt es mal wieder ganz, ganz viele Stichfahrten und hier hin und dahin, so wie es auf dem Dorf ist. Der eine fährt da lang, aber nicht darüber und so weiter. Also auch extrem viele Routen dadurch für jede Linie. Ja, und unser Bus ist ein Mercedes-Benz Citaro C2Ü. Habe ich heute mal rausgesucht. Gibt es auch ein Repaint in der Webdisk zum Runterladen. So ein kleines fiktives Repaint-Pack hier der OLG. Ja, die fahren hier in Lanau, so das Kennzeichen LLA, Landkreis Lanau. Ja, mit Telekom Repaint, dachte ich, ist da mal ganz passend. Schön knallig in Magenta. Ja, ist da schön. Ja, eher Anschluss an die Zukunft. Na. Ja, Lanauer Land, Hüttenholzstraße 7. Genau, und wir sind das ja, C2-Pack, also ist das C2-Pack hier vom MX, ne? Berliner Omsi-Community, was Weihnachten rausgekommen ist. Da sind wir ja auch im Let's Play noch nicht so viele Varianten gefahren, ein paar schon, aber nicht alle. Deswegen lohnt das vielleicht auch nochmal hier so ein bisschen die Überland-Variante mit Euro 6 vorzustellen. So, auf jeden Fall erstmal über das Auxi hier alles eingestellt. So, das ist ja doch gut. Schmeißen wir die Kiste mal an. Und melden uns hier mal am Gerät an. So, und zwar ist das die, was ich jetzt, 459 und dann die Route 9 müsste das sein. Hatte ich schon rausgesucht. Und ihr seht das genau. Elnau über Bayreuth Brümmenau. Passt gar nicht alle hin. Ja, und in der Readme gibt es also auch für jede Linie, da hat man wirklich sehr, sehr viel Mühe reingesteckt. In der Readme gibt es für jede Linie eine kleine Beschreibung. Hier heißt es also, die Linie 459 bildet den Schulverkehr zwischen Maybach und Lanau ab. Alle durchgängige Fahrten zwischen Dexhof oder Mittelnau und Maybach werden über die 459 durchgeführt. Zur Schulschlusszeit, da kommen wir jetzt hin, wird so langsam, werden sogar Stichfahrten in den Raum Rauen im nordhessischen Landkreis Feldeck. Fahren wir da hin? Nein, fahren wir nicht hin. Aber langsam kommen wir auf die Zeit zu. Vorrangig vom Subunternehmen, das sind wir nicht. Da kommen wir später nochmal zu. Erstmal fahren wir hier ganz normal für die ULG. So, dann legen wir los. Abfahrt. Hier haben wir so einen kleinen Pausenplatz am Bahnhof, damit wir da nicht so im Weg stehen. Genau, kann man sich hier also, dürfen auch nur Busse rauffahren. Kann man hier also ein bisschen Pause machen und fährt dann wieder zurück. Ja, also gibt auch für einen Schlenki hier Repaints. Gibt auch ein, zwei Kurse, wo man mit Schlenki fahren muss. Macht sich nicht immer einfach hier. Nächste Haltestelle, Dexhof. Ja, nur chill mal. Jetzt lass uns erstmal hier die Leute einsacken. Sind ja eine Stunde zu früh. Genau. Aber wie ich finde, der Bus sieht auch sehr, sehr schön aus. So. Manfred will mit. Na gut, das war fast klar, ne? Manfred.
Komm rein. Ja. Also auch Lob an den Repaint-Ersteller. Ja. Guten Tag, Manfred. So, Abfahrt. Schauen wir mal, ob wir ohne Omni-Navigation hier hinkriegen, uns nicht zu verfahren. Das ist nämlich nicht ganz so einfach, wenn es hier 10 Millionen Routen gibt. So, alles andere oder was nach links. Na, mal gucken. Ich sag euch jetzt schon, also Herzbach fahren wir ja auch nicht hin, wa? Nee. Schauen wir mal. Hier natürlich schön mit ZF-Getriebe. Europaschule. Naja, seht ihr. Weil ich gucke mir auch immer gerne die Hilfspfeile an. Ja, wie hat man hier gearbeitet? Hier hat man halt die Standard-Hilfspfeile genommen. Mal schauen, ob die denn so sinnvoll sind. Auf jeden Fall, was ihr hier habt, sind immer sehr schmale Straßen. Aber das war damals auch schon bei Land of War 2. Das ist so ein bisschen, ja, man merkt schon, es ist eine Landkreismap. Über Land viel und, naja, so Ortschaften, die miteinander verbunden werden. Dann fahrt er da nochmal hin und da nochmal hin. Und das sind meistens nicht die breitesten Straßen. Ja, muss man mögen. Mir ging es dann in der V2 manchmal einfach auch auf den Sack. So, und jetzt? Ja, Hilfsfall fehlt. Mir ging es dann teilweise auf den Sack, dass man ja hier wirklich so oft hin und her fahren musste und so. War halt ein bisschen unnötig, hat genervt. Aber hier in der V3 ist es ein bisschen besser geworden, finde ich sogar. Bin jetzt schon des Öfteren hier mal drauf gefahren, weil sie mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Und ihr wisst, dass wenn mir eine Karte gut gefällt, dann sage ich das auch. Und dann zeige ich euch die auch gerne. Ja, hier habt man das für die Schüler gemacht, ja. Nett, gibt's im Real Life auch. Ist auch nicht nur hier so. Aber ja. Also es ist eigentlich nur eine Einstiegshaltestelle. Weil, wenn ich jetzt hier mit der vorderen Tür, selbst obwohl ich ein bisschen zu weit vorgefahren bin. Normalerweise müssen wir so, dass die aussteigen können. Bisschen komisch gemacht, Safety First, aber auch hier, wenn ich hier reinfahre in diesen, in diese Wendeschleife, das werdet ihr häufiger sehen auf der Karte, wenn ihr in gewisse kleine Wendeschleifen reinfahrt, habt ihr ja öfter. Die sind nicht immer so super anzufahren. Also da wird nicht so gut mitgedacht. Oder man wollte es natürlich einfach auch ein bisschen herausfordernder machen. Also eine Anfängerkarte ist Lano auf jeden Fall nicht. Aber von der Gestaltung her gefällt sie mir richtig gut. Das muss ich auf jeden Fall sagen. Kann ich euch sehr weiterempfehlen. Was mir nicht so gefällt, ist mal wieder die Dateigröße. Also über 5 GB, die man sich hier runterladen muss. Das ist schon wieder heftig. Aber dafür war bei mir auch der ganz große Vorteil. So, Moment, wo fahren wir jetzt hin? Alles andere. Sind wir doch, wa? Alles andere. Dafür war bei mir auch der ganz große Vorteil, ich musste nicht zusätzlich installieren. Nächste Haltestelle. Also alles, was hier braucht, wird... Hatte ich schon oder wird... mitgeliefert. Ist natürlich immer praktisch denn, ne? Ja, und auch sehr sparsam, ja, kennt man von den Dörfern auch. Sehr sparsam an Ampeln. Also zum Beispiel Vorfahrt und so wird dann geregelt, hauptsächlich über Verkehrszeichen. Hallo. Hallo. Und ich finde, der Bus passt auch sehr, sehr gut hierhin. Oh ja. Er zieht auch gut los, so muss das sein. Sehr, sehr schön. Klar, jetzt im Sommer sieht es natürlich immer ein bisschen schön aus. Nächste Haltestelle, Ackerbach, Turmstraße. Ja, über die Ansagen kann man sich jetzt streiten. Sind TTS-Ansagen, ja, also Computerstimme. Ist besser als nichts und man hat es ja häufig auch, ne? Man hat es ja häufig auch in den Bussen, ist jetzt gar nicht so unrealistisch. Karte ist natürlich aber auch fiktiv. Da
sollte man auch noch erwähnen, das soll so in der Region da Hessen und sowas spielen. So, Moment. Ja, das ist wieder hier, genau, die Turmstraße. Auch wieder so ein Fall. Ihr habt hier so eine Wendeschleife. Möchte gern Wendeschleife. Wo man sich fragt, warum? Also hier den Bus dann zu wenden, ist dann aber auch nicht einfach. Hier dann wieder rum. Ja, ist einfach nur unnötig. Man muss sich dann wieder neu in den Verkehr einordnen. Man könnte eigentlich auch die Haltestelle hier draußen auf der Straße lassen. Aber gut. So, jetzt müsst ihr hier nämlich gucken, ganz genau, ob er hier auch wirklich rauskommt. Dann kommt von hier noch so ein blöder Penner. Und das ist übrigens auch neu. Das gefällt mir gut. Habe ich noch nie gesehen. So eine Blitzergeräte hier. Die lösen aber nicht aus. Keine Angst. Aber finde ich auch mal ganz cool. Diese Säulen, die kennt man. Die hat man schon öfter gesehen. Auch schon bevor es den Busbetriebssimulator so gab. Aber das hier ist mal wirklich wieder eine neue Sache. Gefällt mir ganz gut. Ja, und ihr seht hier mal so diese Überlandlandschaften. Das ist schon cool. Ja. Nächste Haltestelle. Wottenberg. Gasthaus Engel. Gasthaus Engel, genau. Also ihr werdet merken, ihr werdet, also durch diese verschiedenen Linienführungen kommt ihr oft in Gebiete, die ihr mit einer anderen Linie schon gefahren seid. Aber das ist ja nicht weiter tragisch. Und was mir auch gut gefällt, es gibt also ein vielfältiges Angebot an Linien, also weiß ich nicht, ungefähr 10 Stück, meinetwegen dann noch Schulfahrten und immer diese verschiedenen Routen. Dann habt ihr noch immer den Linienwechsel mit drin, ihr fahrt nicht immer die ganze Zeit nur eine Linie, Expressbus gibt's und so weiter und so fort, also ist wirklich für jeden was dabei. Und bis abends fahren die Busse auch noch, also quasi bis in der Nacht. Abwechslungsreich ist die Karte dann auch noch. Und dann kann man schon sagen, das ist es auf jeden Fall wert, hier die 5 GB runterzuladen. Was man bei Manning nicht unbedingt so sagen konnte. Da waren es auch deutlich mehr GB. Schaut euch gerne noch das letzte Video an, Manning V2 im Solaris. Das war tatsächlich ganz cool. So, nehmen wir mal die Perspektive. Ja, klingt auch wirklich gut. Sehr geeignetes Fahrzeug hier. Nächste Haltestelle, Beirut. Ja, und teilweise dann der Entwickler auch sehr zu viel Detail, wenn ich mir jetzt mal so das Handbuch angucke. Schon wieder ein bisschen übertrieben an einigen Stellen, wie zum Beispiel Einstellungen oder sowas. Da wurde mir dann quasi vorgegeben, wie hier die Leute einzustellen, ne? Wie viele Leute und so weiter. Also, nee, also ich fahre mit meinen eigenen Einstellungen. Was man machen kann, ist, dass man eigene Optionen mitliefert. Das kann man machen, als Datei. Wie ihr auch meine Einstellungen runterladen könnt. In dem habe ich ja damals mal ein Video zugemacht. Und das hat man damals bei Ruhrgebiet gemacht. Also bei Ruhrgebiet. Sind wir hier richtig? Ja. Bei Ruhrgebiet, damals als Freeware noch. Da konnte man, also da hatte Kevin damals Einstellungen mitgeliefert. Und die nutze ich ja teilweise bis heute noch, ne? Also man kann die heute noch auswählen. Und so hätte man das hier auch machen können. Jetzt sind wir aber auf der falschen Seite, oder? Jetzt sind wir aber auf der falschen Seite. Was habe ich denn jetzt angestellt?
Ach ne, da ist die Haltestelle. Ha! Doch, wir sind wieder richtig. Gut, weil wir an dem Abzweig nicht erhalten hatten. Hat mich etwas verwundert, aber okay. So, hier haben wir wieder Kühe. Kühe aus Pappe. Man ja häufiger auf den Überlandkarten. Sieht immer ganz nett aus. Erste Haltestelle, Lanau, alter Bahnhof. Genau, da gibt es den alten Bahnhof, der ist auch ein bisschen komisch. Also vom Anfahren, von der Haltestellengestaltung werdet ihr dann gleich sehen. So, wenn du mal hier nicht so schleichen würdest, Opa, Mensch. Ja, jetzt hat er das gefunden, ne? Mann, das ist nicht die Nordschleife hier. Mensch, Opa ist eingefallen, dass er heute Abend an die Borg kommt, ey. Vor Schreck fährt er gleich so langsam. So, geradeaus und du biegst hoffentlich ab. Ja, auch wenn du nicht blinkst. Sollte uns recht sein. Ja, und Frage geht natürlich auch wieder an euch. Habt ihr die Karte schon runtergeladen? Gefällt euch die Karte soweit? Ich finde sie wirklich für eine Landkreiskarte, Überlandkarte, finde ich sie sehr, sehr schön. Und eben auch mal ein bisschen fordernd, nicht immer so einheitsbrei und einfach. Und da hat sie sich gegenüber der V2 sehr gesteigert. Wie ist euer Empfinden? Habt ihr vielleicht auch schon eine Lieblingslinie oder eine besonders interessante Linie, wo er sagt, Mensch, die könntest du mal fahren. Dann ab damit in die Kommentare, ja, und dann gibt es ja so ein, zwei Stellen wie hier. Da braucht das dann erstmal 100 Jahre, um nachzuladen, ja. Das liegt dann an gewissen Objekten, an gewissen Texturen. Ist zum Beispiel auch jedes Mal so, wenn ihr vom Zoologischen Garten, also ihr kommt von der Herzallee, biegt rechts ab. Eine neue Kachel beginnen, dann kommen so Riesenobjekte, Riesentexturen wie das Waldorf Astoria Hotel. Dann lädt das erstmal ewig. Und das kann dauern, das kann richtig dauern, so wie jetzt in dem Fall. Ja, wenn es zu lange dauert, schneide ich es am Ende raus, aber kann auch sein, dass uns dann der Omsi abschmiert irgendwann. So, da sind wir wieder. Also die Karte hat er endgültig den Geist aufgegeben. Musste ich jetzt also nochmal laden und nochmal das gesamte Stück jetzt hier eben fahren. Und da, wo wir das letzte Mal gestanden haben. Ja, also Lanau auch eine Karte. Anfällig offensichtlich für Omsi-Abstürze. Na gut, welche Karte ist das nicht, aber soll ja auch nicht alles glatt gehen. Wenn ich hier schon für euch ein Video aufnehme. So, auch hier gibt es wieder irgendwelche komischen Pausenplätze. Auf dem Schotter, das klingt immer gut, hier. Das ist sehr appetitlich hier. Was hab... Pausenplatz, gute Nacht, ja. Alles klar. So, Moment. Nächster Halt. Lanau Apotheke. Also fahren wir links raus. Könnten wir auch bei den Parkplätzen wenden, aber wir machen das heute mal ordentlich. Fahren wir hier raus, ne? Aber auch hier wieder relativ sportlich. Oder kommt man hier nicht raus? Doch, muss man ja, oder? Oh ne, hier fehlen die Hilfsweile wieder. Da. Okay, gut. Clever Cars, das ist glaube ich noch vom Xenodon oder so. Und ich sag da Omsi Cars, aber kommt mir bekannt vor. So, Lanau Apotheke. Nächste Haltestelle, Lanau Apotheke. Ah ja gut, das ist ja die Berlin-Spandau Apotheke. So, willst du nicht mit oder was?
Oh, hast die falschen Medikamente gekriegt. So, nach Bracht fahren wir ja nicht, oder? Richtung Burg fahren wir, genau. Auch komischer Kreisverkehr hier. Erstmal fahren wir noch zur Gesamtschule. Ganz wichtig. Nächste Haltestelle, Lanau, Gesamtschule. Ich hoffe, wir sind noch richtig, aber ich denke schon. Ja, und dann hast du abends wahrscheinlich auch andere Routen, weil du dann natürlich die Schulen nicht mehr mitbedienst, aber teilweise werden die wirklich nur abends angefangen, gerade wenn da irgendwie die Endstelle ist. Also hier wimmelt es nur so an Schulen, aber auch das ist ja typisch. Einstieg, ja. Ist ja so komisch mit diesen Gittern hier gemacht. Aber die wollen nicht mit. Na gut. Mann, ey, ist das hier alles eng. Muss man sich echt anstrengen. Och, kick mal hier. Der Döner direkt an der Schule. Ja, na, das muss natürlich sein. Der Döner direkt an der Schule. Alles klar. Geöffnet zu jeder Pause. War er denn für einer hier? Komm er denn noch her? Nächste Haltestelle. Altendorf, Dorfgemeinschaftshaus. Ja, das sind die gleichen Ansagen wie bei Potsdam Linie 607, erinnert mich daran so. Von Potsdam nach Werder. Dorfgemeinschaftshaus, ey, ist ja auch ein Name. Ja, aber so ist es halt. Jetzt geht's ab ins nächste Dorf. Da dann auch wieder so ein kleines Zentrum, wo die eigentlich vereinnahmten Leute alle zusammenkommen können. Naja, wie gesagt, muss man hier mögen. Auch gerade im Winter, glaube ich, dürfte das hier recht spannend aussehen. Also Karte gefällt mir eigentlich echt gut. So. Von der Höhe her passt es. Oh, von der Breite her ist aber auch eigenartig. Hier kannst du eigentlich auch nicht zwei Fahrzeuge nebeneinander. Na, gerade so, ne? Ja, und man sieht auch die anderen KI-Autos hier, ne? Ich glaube, das hat auch von X10 das oder so. Vor allem sieht das auch nach einer schönen Überlandgestaltung aus. Nicht nur Backdrop, Baum und Straße, sondern hier sieht man auch mal ein bisschen, auch kein Urwald, aber sieht man wirklich mal eine detaillierte Gestaltung. Finde ich immer schön. So, und jetzt mal wieder so ein Kreisverkehr, auch so typisch Dorf, ne? Aber sieht nett aus hier. Würde mich natürlich mal interessieren, ob die Blumen auch so knallig im Winter dann blühen. Weil ihr wisst ja, ich spiele immer so zu ungefähr realer Zeit. Also, wenn Sommer ist, dann will ich auch im Omsi-Sommer haben. Versuche ich eigentlich schon immer so einzurichten.
So, und hier wieder so diese Fachwerkhäuser. Das hat mir auch schon richtig gut gefallen. Als ich gleich das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, wow. Richtig krass. So, und jetzt nach links. Hier wird rechts vor links sein. Was, in der Sackgasse? Okay. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Und nu? Ey, ihr verarscht mich hier. Fahren wir jetzt übers Feld, oder was? Ja, genau, Alter. Sollen wir noch ein paar Kartoffeln mitnehmen? Ein paar Tomaten, oder was? Er hat sein Trabi vor der Tür gestellt. Ey, sag mal, wo sind wir denn hier gelandet? Alter. Da kannst du, wenn es hier regnet hat, erstmal den Bus putzen, ey. Also, jetzt mal wieder im Kreisverkehr, ja. Das hat mich ja gerade verwirrt, ey. Sackgasse und dann über das Feld. Ah, der Krankenwagen ist aus Hamburg. Ja, hat auch Hamburger Kennzeichen. Aber eine weite Reise, ihr habt ja bis nach Hessen. Und dann mal ab nach Burg. Nochmal Fahrgastperspektive. Die auch wirklich schön sind, diese vielen Fahrgastperspektiven. Ich auch. Kann ich immer nur wiederholen. Ich habe es im Stream auch sehr, sehr oft gesagt. Großes Lob auch nochmal an den Busentwickler hier oder an die Busentwickler. Wirklich eine sehr, sehr schöne Sache hier mit dem C2. Fahre ich sehr, sehr oft auch. Weil hier in dem Falle mit Außenschwenkschiebetüren gibt es aber auch mit Außenschwenktür. Auch schön. Kick mal einen Geist. Ein Geist. Jetzt wird er gleich wieder nahladen, ey. Also das ist natürlich der Nachteil an diesen schönen Objekten. Aber ich habe da bestimmt 5 Minuten gewartet. Es hat sich nichts getan an der Stelle vorhin. Er hat nicht die Objekte geladen. Guten Tag. Guten Tag. Er geht ja auch viel schneller, ne, mit der Außenschwenkschiebetür. Nächste Haltestelle, Brümmau Altes Dorf. Altes Dorf, okay. Hier an der Stelle hat die Computeransage auch mal den Geist aufgegeben. Mit ein Haus gebaut. Auch nicht schlecht. Und hier mal wieder eine. Was ist denn jetzt los? Ach, hierin. Ja, auch wieder so eine. Warum macht man die Haltestelle nicht vorne an der Straße ran, ja? Ist ja auch nochmal so eine Wendeschleife. Unnötig und vor allem auch extrem beschissen anzufahren hier. Gar keine Chance, dass der Bus hier irgendwie gerade steht, ne? Hallo. Hallo. So. Ach, guck mal, sogar mit Bahn. Nee. Okay, das war früher mal ein Bahnhof offensichtlich. So, fahren wir zur alten Mühle? Ja, bestimmt, wa? Ne, fahren wir. Doch, fahren wir. Alles andere hätte mich auch gewundert. Wenn wir jetzt wieder zurückgefahren werden. Aber das müsst ihr hier in Kauf nehmen. Dass er hier immer hin und her fährt. Und dann eine Dorf abgeklappert, fahrt er wieder zurück. Und das nächste Dorf. Und wieder zurück, ne?
Also eine Stammstrecke und von der weicht er dann halt für die jeweiligen Dörfer ab. So, die will ich aber mal sehen, die alte Mühle. Wo ist sie denn? Oh, schön. Oh, schön. Voll geil. Mit Geräuschen und so. Oh, na, sowas liebe ich, ja. So viel Liebe zum Detail finde ich immer schön. Also hier ist die Welt noch in Ordnung, wie ihr seht. So, jetzt fahren wir nach Elnau. Okay, da endet ja dann noch unsere Fahrt schon. Nächste Haltestelle, Elnau. Auf der Höhe. Ein alter DDR-Imbiss, genau, das ist ja von Spandau, Falkensee. Aber passt hier auch ganz gut rein in den Charme. Oh, fahren wir noch durch so ein Wohngebiet. Oh, hier, guck mal, Mähdrescher. Pausenplatz, was? Am Feldrand stehen bleiben, auch nicht schlecht. Alter, was ist das? Das ist der Pausenplatz hier. Na, ist ja auch sehr schön hier. Auf dem Feld. Ist ja der Wahnsinn. Ah, ist dann so ein kleines Neubaugebiet hier. Alter. Nächste Haltestelle, Elnau, Mitte, Endstation. Fahrgäste bitte aussteigen. So, und das war's dann von unserer kleinen Tour. So, die Feuerwehr mitten im Wohngebiet. So, was hast du vor? Ich bin stärker. Also, zwei Busse dürfen sich hier nicht kreuzen. So, und ich habe heute nicht eine einzige Ampel gesehen, ja? Falls euch eine aufgefallen ist, schreibt es in die Kommentare. Also hier fahren noch relativ viele Linien lang. In der Mitte bin ich mit einigen Linien schon mal lang gefahren. Ja, genau. Und dann fahren die hier immer so eine Runde noch. So, Haltestelle auf der Höhe. Pausenplatz, Haltestelle auf der Höhe. Achso, der Pausenplatz für den Bahnhof hier ist auf dem Feld. Das ist ja auch nicht schlecht. Dann genau, nee, man würde jetzt Betriebsfahrt nach, das finde ich auch schön, nach Brunnershausen-Wende suchen. Also müsste man sich einen Weg suchen. Mal jetzt 10 Minuten Zeit da hinzukommen. Ja, kann man so machen. So. Soll jetzt aber gewesen sein hier für heute. Wie ich finde, schöne Karte. Da werde ich euch mindestens noch eine Folge zeigen. Weil sie mir so gut gefällt. Und vielleicht auch im Stream. Denkt dran, immer freitags 20.30 Uhr. Ja, und dann sind wir am Ende dieser Folge. Ich hoffe, dass es euch ein bisschen Spaß gemacht hat. Ja, und dass euch die Karte auch gefallen hat. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, liebe Leute, gehabt euch wohl, macht es gut und ciao, ciao.